Hey, na? Heute machen wir. Keine Ahnung, was wir heute machen. Ich habe hier eine Menge Zutaten hingestellt und es soll so eine Art Energy Ball oder Müsli-Riegel werden. Ich wollte mit euch heute einfach mal ein neues Rezept ausprobieren und dann sehen wir mal, was es wird. Ich hätte jetzt gesagt, wir fangen als erstes mit einer Banane an. Die finde ich oft in so Rezepten. Mal gucken, Banane ist sehr ergiebig. Wenn ich meine Kaninchenkekse mache, brauche ich da auch sehr wenig von. Deshalb würde ich jetzt erstmal so eine Hälfte ungefähr nehmen. Ich wiege das Ganze dann vorher ab. Ja, das wären jetzt 40 Gramm. Und dann zerdrücken wir das Ganze mit einer Gabel, wenn ich eine finde. Dann zerdrücken wir das Ganze mal mit einer Gabel. So. Ich glaube, ich mache das jetzt hier in den höheren Teller rein. Dann kann man das nämlich später besser mischen. So. Dann hätte ich gesagt, ein paar Haferflocken. Der Klassiker. Das stellen wir auch als erstes wieder auf die Waage. Das sind jetzt 15 Gramm. So. Dann ein paar Chiasamen. Das sind jetzt 20 Gramm. Das vermischen wir dann jetzt wieder. Dann habe ich hier noch ein paar Kokosflocken. Das sind jetzt 12 Gramm. Dann hätte ich gerne noch ein bisschen Zuckerrübensirup da dran. Aber wirklich nur ein bisschen, weil sonst klebt das ohne Ende. Das sind jetzt 10 Gramm. Und es lässt sich auch noch kaum verrühren. Naja. Ich drücke das jetzt so ein bisschen platt in dem Teller, damit sich das besser verteilt, weil es wirklich zähflüssig ist. Aber das geht. So, die Konsistenz sieht dann mittlerweile so aus. Und dann schauen wir mal. Es ist jetzt sehr matschig. Da würde ich dann noch ein paar Haselnusskerne reinmachen. Die sind schon gemahlen. Das sind jetzt 15 Gramm. Das vermische ich jetzt wieder. So, die Konsistenz, die finde ich eigentlich schon ganz gut. Jetzt würde ich dann noch ein paar Rosinen für den Geschmack reingeben. Das sind jetzt 18 Gramm. So, und das Ganze würde ich jetzt gerne auf Backobladen legen,
Und dann kann man das Ganze ein bisschen besser anpacken. Die habe ich hier. Und da würde ich jetzt einfach die Masse auf eine Backoblade draufstreichen und dann, wenn es gut läuft, gleich mit der zweiten Backoblade zudrücken. So, und das Ganze sieht jetzt so aus. Und da versuche ich jetzt die Backoblade drauf zu legen. Ich hoffe, die geht jetzt nicht kaputt. Ja, das funktioniert schon mal gut. Klebt auch jetzt fest. Und dann blende ich euch wieder hier das Bild ein. So, und die Oblade, die ist ja jetzt noch ein bisschen zu groß. Die würde ich jetzt mit einem scharfen Messer in Streifen schneiden, damit wir so eine Art Müsli-Riegel haben. So, dann nehme ich jetzt ein scharfes Messer und schneide, ich mache kleine. Erstmal in der Mitte. So. So sieht das Ganze aus. Gar nicht mal so schlecht. Also ich finde das Ganze jetzt schon voll gut. Mich stört nur ein bisschen, dass diese Backoblade sich ein bisschen hochhebt. Und da würde ich jetzt einfach mal versuchen, die ein bisschen nass zu machen. Ich träufel das jetzt hier oben ein bisschen drauf. Das war schon mal keine gute Idee. Ich glaube, die bessere Idee ist, wenn man, bevor man die letzte Backoblade drauflegt, da noch ein bisschen Wasser drauf macht. Ansonsten, ich habe es jetzt eingeweicht, das ist auch blöd. Ich mache jetzt ganz bisschen oben drauf auf den Riegel. Und lege dann die Oblade oben drauf. Ja, das ist es. Das ist besser. Ich glaube, am besten funktioniert das wirklich, wenn ihr dann mit einem Pinsel das Wasser auf die Masse drauf streicht, bevor ihr die letzte Oblade drauflegt. Ich finde, die sind richtig gut geworden und ich probiere jetzt mal hier ein. Ich schneide mir hier nochmal ein Stück ab. Also die sind nicht zu trocken. Ja, sind auch sehr süß. Man schmeckt ein bisschen Banane raus. Man schmeckt auch den Rübensirup raus. Aber mega gut. Die Finger kleben nicht wegen der Oblade. Und die Rosinen zwischendurch, die sind richtig gut. Also ich kann wirklich nur empfehlen, macht das nach. Das schmeckt richtig gut. Das Rezept schreibe ich euch unten fertig mit Kalorienangabe in die Infobox. Und dann blende ich euch jetzt hier noch ein Bild ein. Ja, dann viel Spaß beim Nachmachen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich esse ihn jetzt noch fertig.